Was geht ab? Willkommen in der wunderschönen Welt der Cybersecurity. Heute zeige ich dir, wie du das Hacken erlernen kannst und ein richtiger, knallharter Hacker wirst. Hin und wieder fragen mich kleine Strolche: Ja, du, hör mal, wie werde ich denn ein Hacker? Ja, wie? Ja, indem du es tust. So einfach, indem du es tust. So, heute wollen wir uns eine kleine Challenge angucken von Google, höchstpersönlich gesponsert. Für euch kostet das keinen einzigen Cent. Komplett kostenlose Inhalte hier, Freunde. Es ist eine kleine Capture the Flag Challenge. Das heißt, es gibt immer mal wieder so kleine Hacker-Challenges, die wir uns reinpfeifen können, um das Hacken zu lernen. Ja, um die praktischen Kenntnisse zu lernen. Also ich werde auch kein Pizzabote, wenn ich nie Pizza ausfahre. Es gibt dieses Jahr auch wieder eine neue Challenge, die ist aber erst im Juni. Aber auf die können wir uns ein bisschen vorbereiten. Wir schauen uns heute mal die Challenge von 2019 an. Was machen wir dazu? Wir geben hier einmal ein Google CTF 2019. Ja, dann kommen wir auf diese wunderschöne Seite hier von Google höchstpersönlich. Dann können wir uns hier einmal mit der E-Mail eintragen, können wir uns registrieren und dann geht die Reise im Prinzip auch schon los. Okay, hier steht ziemlich viel wahnsinniger, komischer Stuff über Galaxien und dass wir Aliens sind von einem fremden Universum. Aber da wollen wir nicht zu viel Zeit mit verlieren. Das ist halt eine kleine Geschichte, die hier gebaut wurde. Uns interessiert im Prinzip das direkte Hacken. Also die wollen uns hier irgendwie mitteilen, dass wir auf einem bestimmten Universum sind, dass wir bestimmte Koordinaten haben und an die Koordinaten müssen wir irgendwie kommen. Gut, dann klicken wir einmal hier auf Start, sehen hier einmal, oh, auf einmal ein Anhang. Diesen Anhang laden wir uns herunter und das Erste, was direkt auffällt, ist, natürlich ist es eine ZIP-Datei, aber diese ZIP-Datei hat einen ziemlich merkwürdigen Namen. Also normalerweise würde man ja eine ZIP-Datei nicht mit komischen Zahlen und Buchstabenkombinationen und auch noch so eine lange Zeichenkette, das ist schon ein bisschen komischer Name, ja? Das ist das Erste, was mir persönlich ins Auge springt und da fällt mir zum Beispiel auf, das könnte, muss nicht sein, aber das könnte eine Hash-Funktion sein. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja, aber ich habe doch gerade erst damit angefangen und woher soll ich denn wissen, was das jetzt ist? Freunde, wenn ihr das erste Mal sowas macht, dann ist es natürlich normal, dass ihr nicht wisst, ob das jetzt so und so encoded ist, ob das jetzt mit welchem Verfahren das verschlüsselt wurde, ob das eine Hash-Funktion ist, was auch immer. Das ist ganz normal, aber das kommt ja mit der Zeit. Und wenn ihr das jetzt ein zweites Mal sehen werdet in der Zukunft, dann werdet ihr Bescheid wissen. Dieser Pentesticle, der hat doch schon mal irgendwas darüber gesagt. Vielleicht überprüfe ich das. Okay, das können wir hier online zum Beispiel machen. Das geben wir hier oben einmal ein in unsere Hash-Funktion, analysieren das Ganze und sehen, ah krass, das ist SHA-256 verschlüsselt, ja? Also es ist eine bestimmte Hash-Funktion, ein kryptografisches Verschlüsselungsverfahren, aus dem wir aber nichts ziehen können. Ja, also ein kleiner Tipp hier schon mal am Rande. MD5 zum Beispiel, das ist auch eine Hash-Funktion. Die hätten wir vielleicht wieder entschlüsseln können. Also der hätten wir vielleicht schauen können, was steckt da für eine Message hinter. Bei SHA-256, da sind wir in der Sackgasse, weil SHA-256 ist ein One-Way-Ticket ohne Rückfahrt. Das heißt, das Ganze wird einmal in eine Hash-Funktion gepackt. Ja, wir können den Weg nicht wieder zurückgehen. Ist im Prinzip eine Sackgasse, aber war auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich weiß auch nicht genau, wie die Challenge noch weitergeht. Also, das schreiben wir uns auf jeden Fall irgendwo auf, notieren das Ganze. Boom, boom, zack. Vielleicht könnte es irgendwann in der Zukunft nochmal nützlich sein. Aber machen wir weiter. Dann öffnen wir die ZIP-Datei. Natürlich, Freunde, unter Linux. Nicht unter Windows. Ja, jetzt werden natürlich hier die ein oder anderen Sträuche von euch sagen, aber ich will doch mein Windows-System weiter benutzen und ich will doch mein Windows. Nein, aber ich will Windows. Nein, aber ich brauche. Nein, kein Windows. Wir brauchen ein anständiges Betriebssystem. Falls du nicht weißt, wie du an ein anständiges Betriebssystem kommst, oben rechts das Video. Oben rechts. Das solltest du dir angucken. Okay. Dann öffnen wir einmal hier diese ZIP-Datei und stellen fest, zwei Dateien. Eine Textdatei mit einer, ja, eine Log-Datei. Also wir erwarten hier irgendwelche Login-Dateien. Dann schauen wir uns das Ganze an. Ziemlich mysteriöser, kryptischer Stuff. Also ich habe mir das auch erstmal angeguckt und dachte, Nani? Dann habe ich mir aber überlegt, Moment mal, das sind ja Koordinaten. Ja, also das sollen Koordinaten sein, X- und Y-Koordinaten von bestimmten Galaxien, also mit erfundenen Galaxiennamen hier am Start. Und dann habe ich mir überlegt, okay, Moment, ich habe jetzt eine crazy Idee. Moment, vielleicht, das ist sogar vielleicht der richtige Weg. Okay, ich habe mir gedacht, diese langen Zahlen, das könnten Zahlen sein in der Einheit Millisekunde. Ja, also Zahlen in Millisekunde, einmal wandeln wir das um,
in Zeiteinheiten. Okay, cool. Dann haben wir schon mal ein entschlüsseltes Format. Und ein Augenblick. Dieser String da an der Stelle, der sieht so ein bisschen aus, als wären das Geokoordinaten. Tragen das Ganze einmal ein, schauen bei Google Earth mal rein, tragen alle Koordinaten rein und verbinden die Punkte miteinander. Und dann könnte es doch vielleicht sein, dass das aussieht wie ein Sternzeichen. Und so kommen wir an das fünfte CTF. Genial, nicht? Wenn ihr euch jetzt denkt, what the fuck? Wovon redest du? Dann liegt ihr völlig richtig, Freunde, denn das, was ich hier gerade versucht habe, war irgendein Blödsinn, der zu nichts geführt hat. Also das ist definitiv nicht der Weg, den man einschlagen soll. Ich glaube sogar, das war von Google so ein bisschen beabsichtigt, dass man da so ein bisschen herumprobiert, vielleicht versucht, ein Muster zu erkennen, aber es gibt darin kein Muster. Gut, dann haben wir noch eine andere Datei, die hätten wir uns vielleicht am Anfang zuerst anschauen sollen, bevor wir anfangen, irgendwelche Sternzeichen zu lokalisieren. Ja, wenn wir uns die Datei mal anschauen, dann stellen wir fest, dass wir nichts darüber wissen. Wir stellen fest, wir wissen nichts darüber. Okay, dann sind wir ja zum Glück in unserem Linux-System, weil dieser Part hier ist nicht mehr möglich unter Windows. Deswegen an alle, die jetzt rumjammern, tut mir leid, geht nicht. Da sind wir in unserem Linux-System und bei Linux haben wir einen ganz schönen Befehl, der heißt einfach File. Ja, dann geben wir in unserem Terminal ein File und den Namen der Datei. Natürlich sind wir in dem Ordner, wo die Datei ist, ne? Ist ja logisch. Dann geben wir File ein und boom! Wir sehen, das ist eine ELF-Datei. Das ist ein Standard-Binärformat unter Linux-Systemen. Sagt uns erstmal nicht so viel aus, aber zumindest wissen wir, was das für ein Dateityp ist. Okay, cool. Dann haben wir noch einen weiteren schönen Befehl, der ganz, ganz einfach ist. Der lautet Strings. Ein String ist im Prinzip menschenlesbarer Text. Also jeden Text, den wir persönlich lesen können, ist ein String. Manchmal gibt es auch so komische Zahlenbuchstaben, also so komische Zeichenfolgen, die wir gar nicht erkennen können, aber der Computer weiß. Ah, der meint das damit. Der Computer weiß ganz genau. So, der kann mehr lesen als wir. Wir sind ein bisschen dümmer in dem Sinne. Wir können nur menschenlesbare Sachen lesen und das sind Strings. Deswegen geben wir hier einmal ein Strings und dann den Namen der Datei und boom. Uns werden alle möglichen Strings angezeigt von dieser Datei. Aber das ist relativ viel und merkt euch das, Freunde, Hacker sind faul. Ihr dürft ruhig faul sein, also in einem bestimmten Sinne. Und zwar, wir wollen da jetzt nicht komplett durchscrollen. Wir könnten natürlich hier auch überall durchscrollen, aber das wollen wir nicht tun. Wir helfen uns hiermit noch einen Filterbefehl aus. Wir geben nochmal den Befehl ein, Strings, dann den Namen der Datei. Jetzt machen wir hier so einen senkrechten Strich. Das macht man mit Alt und... Ja, ich weiß gar nicht, was das für eine Taste ist. Ich blende das mal ein, hier diese links-rechts, diese Operatorentaste, kleiner-größer-Taste. Ja, mit Alt und kleiner-größer-Taste. Dann wird nämlich der Input, also das, was da im Prinzip auf der linken Seite, also das, was uns vorhin auf dem Display angezeigt wurde, wird jetzt als ein Input genommen. Ja, nee, sorry, der Output wird da reingenommen und wird als Input verwendet für diesen neuen Command, den wir jetzt benutzen. Das heißt, immer dann, wenn wir irgendwelche Dateien haben und wir wollen mit diesen Dateien oder mit diesen Daten irgendwie was Neues anfangen jetzt, irgendetwas Neues damit tun, dann benutzen wir hier diesen Bindestrich. Okay, jetzt wollen wir den Grab-Befehl benutzen, also Grab englisch für greifen. Das heißt, das ist ein Filterbefehl, Grab. Und da wir es ja hier mit einer CTF-Challenge haben, wo es irgendwie um Flaggen geht oder auf Englisch Flag, geben wir hier einmal ein, grab, also greife nach allen Strings, die dieses bestimmte Wort enthalten. Und da können wir zum Beispiel flag eingeben, F-L-A-G. Und das war's im Prinzip. Okay, boom. Da sehen wir dann, wir haben jetzt unsere Lösung, wir haben jetzt unseren String, wir haben jetzt unseren Flag, wir haben jetzt unsere Flagge so und können das Ganze einmal eingeben bei Google. Dann sehen wir, das war richtig, was wir hier gemacht haben. Okay, Freunde, das war im Prinzip der Teil 1 der Challenge. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like. Und wenn ihr wollt, könnt ihr schon anfangen mit dem Teil 2 der Challenge. Die werden wir uns natürlich auch nochmal zusammen anschauen. Aber da könnt ihr euch ruhig dran versuchen. Aber auch so nicht frustriert sein, wenn es nicht direkt am Anfang klappt. Man weiß manchmal nicht so genau, wie es funktioniert. Ich habe auch gefühlt 6 Stunden lang bei Google Earth irgendwelche Koordinaten eingegeben, Sternzeichen eingezeichnet. Routen nochmal zurück. Ich habe so viele verschiedene Sachen da konvertiert, aber also so versucht, Daten in weitere Daten zu verwandeln,
Ich glaube, ich bin ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, wie werde ich Hacker, Freunde? Lernt die Grundlagen und hackt. Das war's von mir.